Was geht, meine Freunde? Willkommen zu einem weiteren Part von Tomodachi Life. Bitch, please. Let's go mit den Spenden. Und ich würde sagen, wir versuchen ja immer noch zu sparen, bis wir die 20.000 Euro haben. Guck mal, wie schnell wir die erreichen könnten. Aber erstmal die Nachrichten. Willkommen bei den Mii-Nachrichten um 9 Uhr. Esli hatte heute Geburtstag. Wir übertragen einige Live-Ausschnitte der Feierlichkeiten aus dem Yokanen Hotel. Hatte die gestern Geburtstag, ehrlich? Wusste ich gar nicht. Krass. Das heißt, Mario, wer touched ist gestern vor ein paar Jahren rausgekommen. La 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 la. Nicht mal Happy Birthday singen sie, nur la 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 Glückwunsch. la la und dann Glückwunsch. Glückwunsch. Dankeschön. Okay. Hurra. Wie hast du die Kerzen da Wir haben ausgeblasen? einige Inselbewohner nach ihrer Meinung Das gefragt. sah nicht natürlich Esli aus. strahlt heute wie ein Stern. Nur Okay. nicht die Kerze essen. Pff. Danke fürs Zuschauen. Das hättest du Feier sagen Ich bin müssen. Maxwell's Deeply Louds und das waren die Mii-Nachrichten um 9 Uhr. Okay. Sehr schön. Es ist sogar. Es schneit sogar. Das ist passend. Nice. Ja gut, ich weiß nicht, wann ihr den Part bekommt. Ich weiß es echt nicht. Willkommen. Aber ich glaube, das ist dann noch immer noch. Hoffe ich zumindest. Dass es dann immer noch Winter ist. Hoffe ich zumindest. Na gut, erstmal Supermarkt. Willkommen. Guck mal, Rollmops. Nee. Ich gucke jetzt nur, was neu ist. Mehr, ich werde mir jetzt auch nichts kaufen. Wie ihr wisst, muss ich ja Geld Willkommen. sparen. So, sieht nichts. Nicht, sieht nicht gut aus. Boutique. Willkommen. Was? Bananenkostüm, neue Farbe? Warum gibt's das in Grün und Wachhundkostüm? Warum gibt's das in solchen Farben? Ich check es nicht. Ne, ist auch Wayne. Gut. Streit? Nö. Willst du Kim um ein Date fragen? Hä, Ariane? Hä? Wir haben uns seit einer Woche nicht gesehen. Ebenbild von Yogi. Sorry. Sorry. Ich habe das Gefühl, Rihanna und ich bewegen uns nicht auf Augenhöhe. Alter, bist du Was arrogant. hältst du von Rihanna und mir? Ja. Also ganz ehrlich, ich sag Rihanna mal, was du für eine Scheißfreundin bist. Weil das ist nämlich meine Freundin. Was soll denn der Scheiß? Entsteht wirklich dieser Eindruck? Ich sollte mich wohl mehr Ja, um sie solltest kümmern. du auch. Ist nämlich meine Freundin. Meine. Ich bin Meini. Nee, aber im Ernst. Das ist meine Freundin, also Respekt hier. Wieso? Wie sehe ich denn aus? Digga! Was Guten geht? Abend. Ja, moin, Digga, was geht? Etwas fressende Paprika hast du hier. Schmeckt ihm eh nicht. Wobei doch. Pastete. Was ist das denn? Was ist das denn genau? Fandet er auch eigentlich ziemlich lecker? Mehr schafft er, glaube ich, nicht, oder? Nee, der ist voll. Der ist voller als voll. Der ist Waschbrett voll. Ich gebe dir jetzt meinen Ventilator. Bitte hab Spaß damit. Gleich wird es schön kühl hier. Ja, hoffen wir mal. So, dann gehe ich zurück. Dann hast du jetzt ein Jetzt ist es bisschen. richtig schön Dann kühl. hast du jetzt ein bisschen Zufriedenheit. Oha! Der Ventilator, der macht ziemlich viel. Also ich würde ja jetzt ziemlich viel sparen und das dauert halt eine Weile. Einwegkamera-Badeset, das geht ziemlich schnell. Perfekt. Also gut, ich gehe dann Ja, du nochmal. gehst tagtäglich baden, Junge. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange ich Tomodachi Live nicht mehr aufgenommen habe. Das müsste auch schon eine Weile her sein. Das hat gut getan. Naja, sobald Ferien sind, wieder, was heißt hier wieder? Sobald Ferien da sind, wird auf jeden Fall wieder aktiv aufgenommen. 2 Wochen wird gleich richtig reingepumpt. So, Kleidung,
Jeans, Shorts. Ich kann dem nichts anderes geben. Ich gebe dir jetzt sowas lieber. Danke für deine Hilfe. Bitte nimm im Gegenzug das hier von mir an. Jetzt will ich eine Goldmünze. Gibt's eigentlich auch eine Bronzemünze? Das würde mich mal interessieren. Ich glaube aber nicht, oder? Ich glaube, Hustensaft kann man die doch. Kann man denen das auch geben und der kriegt eine Zufriedenheit? Das war etwas bitter. Nö. Passiert nix, okay. Dachte schon. Die Spieluhr kann man auch wieder zurückskippen. Darf ich mir das gleich mal anhören? Klar kannst du das machen. Skip auch gleich wieder zurück. Ach, du schaust dich nur selber an. Überhaupt nicht selbstverliebt. Ja gut, ich kann's verstehen. Da wird man ganz ruhig. Bin ja auch ich. Nicht witzig. So. Dann geht's natürlich weiter. Ventilator haben wir schon. Schiebepuzzle, genau. Das muss ich nicht lösen. Nö, nö, nö. Lass es uns gleich ausprobieren. Würde ich auch niemals lösen. Ich habe keinen Bock auf den Scheiß. Ist voll langweilig. Viel Spaß. Da, 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 da. Halt's Maul, was schummelig. Schummelig. Hey! Das hat Spaß gemacht. Schummele ich. Alter, die Zufriedenheit steigt richtig krass, nur wegen sowas. Das ist... nice. Hier, erstmal, kannst du was braten? Ich koch uns was Leckeres. Hoffe ich für dich. Mehr als eine Bratpfanne braucht man nicht, um dieses Gericht zu kochen. Für was braucht man auch mehr als eine Bratpfanne? Richtig appetitiv auf mehr. Ich check den nicht. Ich check das Spiel dabei jetzt nicht. So null. Und ich glaube, das ist auch der 69. Part, kann es sein. Ja, zart schmelzende Limonade, vor allem, weil die auch zart schmilzt. Ist auf jeden Fall der 69. Part. 69, ich muss ein paar Jokes reißen. Ist ja klar, ne? Ist die 69 und so. Ich weiß aber nicht, welche Jokes ich da reinbringen soll. Guck mal. Wie in das Loch deiner Mutter. Oh, Spaß. So. Stimmt, Kaleidoskop kann man auch immer wieder skippen, alle zurückgehen, wie bei der 69er Stellung. Und kann chillen. So, dann geht man halt zurück. Da wird einem ja ganz komisch. Da kann man halt wieder zurück skippen, wie der Mund der Fotze bei der 69er Stellung. Genauso wollte ich das sagen, nicht anders. So, Kleidung. Was gebe ich dem? Das sieht cool aus eigentlich. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie cool aus. Das sieht irgendwie so nach Splatoon-like aus, ne? Ich find's cool. Ist klar, Splatoon war ja noch gar nicht zu dem Zeitpunkt draußen. Und jetzt habe ich schon wieder... Ich krieg schöne Goldmünze. Eine schöne Goldmünze bekomme ich. Das ist sehr schön. Dann habe ich schon mal 300 Euro verdient. Durchs Nichtstun. Durch nichts tun. Das ist nicht schlecht. Und sein Zimmer ist auch auf jeden Fall ziemlich nice. Ich glaube, meins ist besser auf jeden Fall. So, dir gebe ich auf jeden Fall was zu fressen. Ne, Minestrone, Digga. Friss schön. Dich bringe ich nämlich auf 20. Findet der Typ auch ziemlich lecker. Ziemlich vor allem. Olivia-Salat kannst auch fressen. Feier, du kannst alles essen, was du willst. Oh, der mag Salat, das ist mal was Neues. So, Digga. Weißt du was? Jetzt kannst du erstmal noch baden gehen. Bitteschön, Digga. Also gut, ich gehe dann mal baden. Okay, skipp ich gleich. Bla. Das hat gut getan. Und sieht doch gut aus. Level 14. Was gebe ich dir? Was hast du bestimmt? Warte mal, hat er schon 8 Gegenstände? Ich bin mir nicht sicher. Hey, hier, lass den Drachen steigen. Wie Drachenlord. Ah. Ja, du lässt den Drachenlord steigen. Badeset habe ich dir gegeben, ne? AR-Kamera, stimmt. Kann ich dir auch noch geben. Da kannst du auch damit ein bisschen was chillen. Ein gutes Bild von ihr, klar. Klar. Geht immer.
So, jetzt habt ihr ein bisschen von meiner Tastatur was gesehen. Und zwar das OP. Und wie ist es geworden? Ich überlege gerade, ob ich mir eine neue Maus hole und die alte verkaufe. Ich weiß aber nicht, ob ich das machen sollte. Ich will nämlich die Razer Mamba Tournament Edition holen, vielleicht. Das ist eine ziemlich coole Maus mit 16.000 DPI. Aber ich überlege mir dann noch auf jeden Fall. Weiß ich nicht. So, aber auf jeden Fall verkaufe ich meine alte dann. Also ich überlege es mir noch. Lass es uns gleich ausprobieren. Kommt halt aufs Geld drauf an. Nö, du kannst mich um Arsch lecken. Ich habe keinen Bock auf eine Schiebe-Puzzle. Auf ein Schiebe-Puzzle, sorry. Das hat Spaß gemacht, okay. Hat überhaupt keinen Spaß gemacht, aber okay. So, habe ich denen das nicht gegeben? Das ist also eine neue Erfahrung für ihn. Schubidubidu. Jetzt ist es richtig schön kühl. Ja, ist auch nice. So, jetzt muss ich ihn nur noch einmal so streicheln. Dann müsste der Level up sein. Schön. Und ich bekomme noch 8. Dann habe ich jetzt genau 8600. Was gebe ich dir jetzt noch? Ah, ne, Objekte hast du auf jeden Fall alle schon. Kriegst du noch eine Ballade? So, nur noch 5 Level musst du steigen. Dann gebe ich dir erstmal diese Spieluhr. Darf ich mir das gleich mal anhören? Level 16 wirst du auf jeden Fall noch. 17. Ich glaube, 17 mache ich den auf jeden Fall nett. Da wird man ganz ruhig, oder? 17 bringe ich den auf jeden Fall nicht. Das ist viel zu krass. Das geht viel zu schnell. Wir möchten ja auch ein bisschen noch chillen in Tomodachi Life. Wir wollen ja nicht, dass es so schnell, extrem schnell vorbeigeht. Für mich ist das, für mich ist 20.000 Euro und diese Einrichtung zu bekommen ein ziemlich geiles und langes Ziel, so gesehen. Es dauert halt nicht so, es dauert nicht nur 2-3 Parts, sondern es dauert schon mega lang. Und das finde ich cool. Und das meine ich ernst, ich finde das cool. Das hänge ich gleich auf. Dann habt ihr noch irgendwas zu schauen von diesem Spiel noch? Und allgemein habe ich dann einen schönen Abschluss. So ein Mobile erinnert mich immer an die Kinderzeit. Weil ich finde schon, dass wenn mein Mii ein goldenes Zimmer hat und ich noch ein paar Parts damit mache. Ja, ich mache danach noch ein paar Parts, klar. Ist das ein schönes Ende eigentlich? Das ist ein super Ende. So, was gebe ich denn noch? Stimmt, Kaleidoskop. Lass mich mal durchschauen. Dann bist du nämlich Level 16. Level 17 schaffe ich, glaube ich, auch nicht mehr. Ich habe nicht so viele Sachen. Da wird einem ja ganz komisch. So, dann bekommst du eine Oper, ich glaube. Ja, du hast ja bald alle Lieder durch. Ich kann dir gar nichts mehr beibringen. Das ist ein bisschen problematisch. So, Bin Laden. Ja, der chillt hier mit Katy Perry, Alkan und Merkel. Läuft bei dir? Geil. Geiler Typ. Ich wünsche mir eine neue Inneneinrichtung. Digga, du bist im Knast, also halt's Maul. Aber habe ich überhaupt noch eine? Wieso passt das zu ihm? Sorry, aber zu dir passt das viel mehr. Haha, die Shisha. Danke für die neue Einrichtung. Das Zimmer sieht wirklich klasse aus. Ja, ich glaub dir. Das ist dein neues zweites Zuhause. Mit einer Shisha hier. Kannst du schön rauchen. So wie ich auch. Sehr hübsch. So eine schöne Shisha, oder? Meine sieht ungefähr noch cool aus. So. Ja, doch. Ihr kennt, glaube ich, meine Shisha. Ich weiß es nicht. Vielleicht kennt ihr sie. Ich werde friedlich damit umgehen. Ich weiß es ja nicht. Alter. Wir bekommen ziemlich viel Geld dafür. Wann habe ich überhaupt die Einrichtung gekauft? Hätte ich die nicht gekauft, hätte ich noch mehr Geld gehabt. Aber ist jetzt auch wen.
Ihr wollt spielen? Erstmal die Freundschaftsanfrage. Das bringt ziemlich viel Geld. Ziemlich viel Kohle. Money, money, bitches. 3 Wochen warst du nicht hier. Eben Bild von Joker. Tut mir leid. Tut mir doch wirklich leid. Machen mit mir kein Wrecking Ball. Sonst wirst du gerackt. Ich wäre so gern mit Chica befreundet. Ja, okay, kannst du eigentlich machen. Ich würde mich so gern mit ihr unterhalten. Nur worüber? Ich würde sagen, lustiges, oder? Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihr. Irgendwelche alte Fritzchen-Witze machen. Dann wird sie sich schon begeistert fühlen. Jetzt trinke ich erstmal einen Eistee. Ja, das macht sie auch begeistert. Nice, sie verstehen sich. Perfekt. Ist auch nice. Was willst du noch, Cyrus? Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Aber an Dank. Cyrus muss ich eigentlich immer an GX denken. An diesen Blauhaarigen. Die ist ja auch Cyrus. Ein kleines Dankeschön. Wieso heißt du genauso, Miley? Wieso? Naja, ist jetzt auch Wayne. Streit? Nö. Das sind normale 2 Freundschaftsanfragen. Interessant. Kümmere ich mich auch gleich um die. Ich bin Esli und ich komme wirklich mit jedem gleich klar. Du hattest doch Geburtstag, heute oder gestern? Ich weiß nicht, wann du Geburtstag hattest. Ich weiß wirklich absolut gar nichts über Ness. Was hältst du von ihm und mir? Ihr seid beide von Nintendo, also alles super. Echt? Jetzt bin ich aber wirklich neugierig. Ja, kann's ja nicht sein. Da ist auch Wayne. So, was hast du, Misty, für ein Problem? Was hast du, Problem, Misty, führen? Ich check's nicht. Sorry. Schön, dich noch einmal zu sehen. Ich will ein bisschen streicheln. Ja, was ist denn los, Misty? Ich wäre so gern mit Bubbles befreundet. Okay. Weißt du, wie ich mich am besten geben soll, wenn ich mit ihr rede? Höflich, oder? Danke für den Tipp. Ich gehe sofort los und rede mit ihr. Höflich müsste eigentlich ziemlich nice sein, oder? Ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit dem Mies nicht aus. Die sind mal so, mal so. Die streiten sich mal um Teddybären und verstehen sich halt einfach ganz normal und machen deine Mutter Witze, wenn sie streiten. Das sind unlogische Wesen. Dank dir konnten wir uns miteinander anfreunden. Vielen Dank. Es gibt da, glaube ich, so einen Vorgänger von diesem Spiel, kann es sein? Ein kleines Dankeschön. Für die DS oder so. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich den auch mal machen werde. Ich weiß ja nicht, um was es da geht. Oder wie genau das da funkt. Ich habe da keine Ahnung. Ich glaube nicht mal, dass es in Europa erschienen ist. Oder zumindest der Vorgänger nicht. Bin mir da nicht sicher. Schon wieder eine Freundschaftsanfrage. Kümmere ich mich gleich. Danach werde ich die ganzen Münzen da abgeben. Lange nicht gesehen. Und was stört mich da schon wieder? Das kratzt hier. Ich habe gehört, dass Marie mit mir befreundet sein Von Smosh Games, okay. Interessant, ist doch schön. Vielleicht sollte ich einmal mit ihr reden. Ja, rede doch mit ihr. Solange ich diesen Scheiß hier abschneide. Oh, ich brauche eine Schere. So ein Scheiß mit dem Bart. Mit einem Part so eine Scheiße. So. Wegschneiden. Kennt ihr beim... Moment. Wir haben uns wunderbar verstanden und sind jetzt miteinander befreundet. Bitte sehr. Ein kleines Dankeschön. So. Kennt ihr beim T-Shirt? Innen drin ist da ja so meist so ein Stoffetikett. Ich nenne es jetzt einfach mal Stoffetikett. Drin und es kratzt halt immer so. Und das schneide ich halt immer weg.
Kennt ihr das? Ich weiß aber nicht, wie man das genau nennt. Ist das vielleicht die Produktbezeichnung? Keine Ahnung. Aber irgendwas ist da so stoffig. Also nicht das T-Shirt, sondern da ist sowas. Wie soll ich das erklären? So ein Rechteck. Das ist irgendwie so ein Rechteck mit Etikett aus Stoff. Was dran geklebt ist oder so. Ich weiß echt nicht, wie man das nennt, aber das ist auf jeden Fall dort und das kratzt und nervt halt. Kennt ihr vielleicht? Vielleicht wisst ihr ja, was ich meine. Ich kann es jetzt nicht erklären, ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Hat auch irgendwie, glaube ich, den komischen Namen, kann es sein. Vielleicht wisst ihr das und schreibt es halt in die Kommentare, was das heißt. So, Mr. Garrison chillt mit seinem Pferdekopf da auf dem Boden. Ist auch chillig. Aber ich verkaufe jetzt erstmal meine ganzen Münzen. Gibt es irgendwelche Dinge, die du nicht mehr... So, dann habe ich 9.100 Euro. Vielen Dank. Das bedeutet, ich habe ungefähr wieder einen Tausender verdient, oder? Ungefähr im Part. Für mich reicht das, wisst ihr. Ich beende den Part jetzt auch. Quackmeier macht giggity 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 go. Ja, es wird auf jeden Fall noch ein längeres Let's Play eigentlich. Und damit bin ich eigentlich vollkommen zufrieden. Wir haben alles erreicht und müssen eigentlich nur noch bis zur Einrichtung sparen. Und dann chillen wir noch ein Part, glaube ich, dann noch. Mache ich dann auf jeden Fall noch. Mit dem Gold Apartment und dann war es das auch wirklich. Dann war es das wirklich, meine Freunde. Aber es dauert noch eine Weile auf jeden Fall. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Part von Domodachi Life, meine Freunde.